Willkommen, dufte Typen, zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Supergeil. Supergeil. Wir waren zuletzt hier in der Diebesgilde, haben die Blutkelche eingesammelt, haben die abgegeben. Dann wollten wir Ramirez beklauen, dann ist er aggressiv geworden und dann mussten wir sie alle töten. Shit happens. Dann kam Hannah noch irgendwie aus ihrem Hotel runtergelatscht und die haben wir auch noch eins vom Latz gegeben. Hat sich aber wieder beruhigt. Respektschelle ist angekommen. Und jetzt gehen wir erstmal auf die Insel da hinten. Ich glaube, ihr wisst schon, welche ich meine. Da, wo der Loot der Diebesgilde versteckt ist. Da hinten nämlich. Da gehen wir jetzt unseren Loot absnacken. Ich spule das hier mal so ein bisschen für euch vor, weil so schwimmen ist halt jetzt not so nice, ne? Aber die Rochen da unten, ne? Die sehen schon hübsch aus hier im Wasser. Die Spannung steigt, wir haben es fast geschafft. Sind fast angekommen. Mann, oh Mann, oh Mann. Hier auf dem Schiff gab es da auch was, ne? Auf dem versunkenen Schiff da drüben. Da gab es, glaube ich, auch was. Baum, ba, ba, baum, baum, baum. Da gucken wir als erstes vorbei. So. Wie ist denn hier so rum? Gold. Und Wein. Da liegt Wein in der Ecke, aber man kriegt das irgendwie jetzt so ein bisschen Nippes, ne? Selbst hier am Arsch der Welt so ein bisschen was zum Looten. Fische. Man kann hier auch nochmal ein bisschen rumtauchen. Und ich glaube, hier unten war nämlich noch so ein dicker Piranha drin. Oder war das hier? Ich glaube, hier war das irgendwo. Ah, genau, da schwimmt er. Da ist so ein dicker Piranha-Fisch. Ne, wegen Piranha-Bites. So, wir müssen mal auftauchen, sonst sterben wir hier. Auch interessant. Nochmal ein blaues Bild. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Ah, sehr gut. So. Diese Insel. Hier gab es auf jeden Fall auch Viecher, aber ich glaube, die sind für uns jetzt keine Gefahr mehr. Muscheln vielleicht noch, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir hier Muscheln sammeln können. Und Kletterparcours da oben. Das werden wir jetzt ja ordentlich absuchen, das Ding. Düm, 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 Warane. Warane durch die Buschens. Aber wenn wir nicht kritten, halten die schon eine Menge aus. Wow. Hier in den Buschen liegt gar nichts, ne? Sonst so. Genau so stellt man sich das vor. So darf man extra durch die ganzen Büsche latschen und die absuchen. Hier zu looten. Oh, jetzt sind aber schon viele jetzt hier. Feldknöterich. Sehr, sehr gut. Aber Feldknöterich gab es auch nicht so viel im Spiel, ne? Das ist ja eigentlich so die Standardpflanze, die man brauchte um jeden, egal welchen Trank. Die brauchte man ja immer für jeden Trank. Außer die, die Stats geben. Dafür, dass man das halt lernen kann. Mal gucken, wie viel Feldknöterich haben wir. Also wir haben ja ein paar, haben wir ja schon benutzt. Noch 14. Ich weiß nicht, wie viel wir benutzt haben. Vielleicht so 8, 9 Stück oder so.
Ist gar nicht so viel, wenn man überlegt, so, wir haben ja schon eine Weile gespielt und könnten gerade mal 20 Tränke herstellen oder sowas. Das ist ein bisschen wenig, oder? Also ich finde, das ist ein bisschen wenig. So, eine Höhle. Oh, Steintafel. Nicht schlecht. Als erstes speichern wir hier erstmal ab. Nehmen wir diesen. Steintafel. Was haben wir denn da für eine Steintafel? Oh, hier haben wir noch eine andere. Wir haben noch eine ganze Menge Steintafeln. Wo haben wir die denn her? Wo haben wir die denn eingesammelt? Egal. Bogenschießen. Werden wir zwar nicht nutzen, aber ja. Besser als nix. Lebensenergie. Nehmen wir auch gerne an. Die Dreier können wir noch nicht. Steintafel der Stärke. Sehr nett. Noch einiges gefunden. Silberkelch. Kaputte Kisten haben sie reingeschleppt. Das ist auch so ein Ding. Man muss hier an der Fackel ziehen. Nämlich für die Falle da hinten. Sonst ist die nämlich aktiv. Man kommt zwar auch mit ein bisschen Üben und ich glaube mit Akrobatik oder so kann man sogar dadurch kommen, auch lebendig. Ohne dass man von den Stacheln hier vernichtet wird. Aber an der Fackel ziehen ist auch ganz praktisch. Goldener Kerzenständer. So, und die Hanna hat uns nämlich einen Schlüssel gegeben für eine von diesen Kisten. Ich glaube die hier. Genau, die sind nämlich jetzt einfach instant offen. Dafür haben wir einen Schlüssel bekommen. Silberkelche, goldene Schale, Schatulle und 400 Gold. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Die anderen müssen wir, glaube ich, aufschließen. Sehr gut. Kelch und ein bisschen Gold. Aber hier noch. Silberkelch, eine Innenstatue. So eine brauchten wir auch für das Schwert. Haben wir schon mal. Ist nicht schlecht. Ich hoffe, wir kriegen aber noch eine zweite. Nochmal ein bisschen Gold. Und eine ganze Menge Wasserpfeifen. Haben sie Abujin und den Teppich so, ne? Haben sie Abujin beklaut. Abujin. Ah, hier hinter den... Bestimmt hier hinter dem Bild noch irgendwie was versteckt, oder? Nee. Muss mal ein bisschen genauer gucken. Vielleicht hier hinter den Kisten oder so? Nee. Nix. Das war ein super Loot von der Diebesgilde. Kunden wir mal diese Insel noch ein bisschen genauer. Hier sind noch so ein paar Zeugs. Hier liegt noch was rum. Liegt da noch was rum? Nee. Aber ich glaube, man kann nämlich hier oben auch so ein bisschen rumklettern. Nur ob es da was gibt, ist halt die Frage. Das ist ein bisschen zu hoch. Ach, hier liegt noch ein Steintafel, noch gar eingesammelt. Kann ich hier sehen. So grau auf grau ist er so ein bisschen verschwommen. Einhandkampf. Oh ja, warum nicht? Ich glaube, groß rumklettern können wir jetzt hier doch nicht. Aber ich glaube, von vorne kann man noch ein bisschen da rumhampeln. Hier ist Wasser auch relativ flach. Ist hier noch irgendwie so Muscheln oder so? Also direkt kann ich nichts erkennen. Wir wissen, die Muscheln sind die Lootboxen von Gothic 2.
Baum, baum, baum. Oh, hier. Tatsache, eine Muschel. Immerhin eine. Ah, genau hier war so ein bisschen felsig. Ich mir auch vorstellen kann, dass da irgendwie so eine Unterwasserhöhle so als Eingang ist oder so. Auch gut vorstellen. Weil ich glaube, das war nicht. Ich glaube, hier war unter Wasser nichts, ne? Nee. Da war nichts. So, dann können wir wieder zurück. Wo wir hier noch unterwegs sind, würde ich sagen, wir peilen den Strand da drüben mal an und speichern vor allem nochmal rein. Also den Strand hier hinter Skip. Ich glaube, da waren wir nämlich auch noch nicht. Haben wir eigentlich eine Karte? Die können gut im Wasser Karte lesen, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Skibidi dibidi dibidi. Und so. Dau. So. Da haben wir es ja fast geschafft. So, wie kommen wir jetzt hier hoch? Hier über die Schräge? Nee, ne? Irgendwie kam man hier auf jeden Fall hoch. Ging auf jeden Fall irgendwie. Genau. So. Was gibt's hier denn so für Loot? Eine Truhe. Bisschen Nippes schon wieder. Nix Atemberaubendes. Ey, dann lass doch zu, das Ding. Nö, nix, nix, sonst nix weiter, ne? Aber das hat ja, war ja auch, glaube ich, der Skip, der uns erzählt hat. Irgendein Handelsschiff ist hier auf Riff gelaufen, ne? Das wird so das Zeug sein, was hier so angespült worden ist. Da drüben ist noch was. Ah, oder das ist das Handelsschiff, was er meinte. Das ist hier auf Riff gelaufen. Wir triggern gerade einen Varan. Varane. Erstmal alles tot hier, wa? Noch mehr so eine Viecher sind. Mal rauf! Eine Muschel! So, Zeit zum Looten. Da vorne liegt noch eine Muschel, ne? Oder ist das... Das da sieht doch aus wie eine Muschel. Snack. Gucken, was auf diesem Schiff. Oh, eine Steintafel. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Hat sich der Ausflug hoffentlich schon gelohnt. Eine Kiste. Boah, okay, die ist ja schon echt schon ein bisschen... 250 und ein paar Pfeile. Also dafür war die aber ganz schön gut verschlossen. War schon echt viele. Ich glaube 8 oder 9 Richtungsangaben waren das. Was lag da? Da lag da noch irgendwas oder was? Die Truhe, die da angezeigt wurde? Ja. So, hier im Bauch des Schiffes. Was gibt's denn hier noch so? Nix. Schade. Los. Auf da. Ha, ha, ha.
Nix, nix, nix. Nicht. Also nur die eine Steintafel. Na, mal gucken, was kann denn die Steintafel? Steintafel der Magie. 2 Mana-Punkte. Für 2 Mana-Punkte sind wir hier hingekraxelt. Und ein bisschen Gold. Haben wir eigentlich eine Karte mittlerweile? Ja, ne? Müssten wir eigentlich irgendeine Karte uns mehr haben. Habe ich einen Mauscursor? Nee. Aber ihr seht ja das ungefähr so da oben, so auf da ganz oben sind wir ja, dieses kleine Pfeilchen. Und ich überlege, ob es sich überhaupt lohnt, da jetzt an der Küste noch weiter zu gehen, ob es da hinten überhaupt noch was gibt. Also quasi, ob wenn wir jetzt hier weiter schwimmen würden. So in die Richtung. Ich glaube, außer Steilküste ist da nämlich gar nichts. So in die Richtung. Also von der Weitsicht her sehen wir halt auch nur Küste. So, schwimmen wir mal zurück, würde ich sagen. Erstmal nach Korinnes. Da machen wir jetzt mal hier so Wischi-Wischi und dann sind wir in Korinnes. Alles gut. So, da sind wir wieder in Korinnes. Und wir haben immer noch dieses mysteriöse Etwas da vorne. Ich werde mal den Typen hier in dem Ding hier befragen. Wir sind ja einige Level gestiegen. Vielleicht hat der mittlerweile was für uns zu sagen oder zu tun. Aha, hey du, warte mal kurz. Ah ja, ich bin ganz ohr. Was jetzt? Mir ist so angekommen, dass du einen gefährlichen Banditenanführer aus dem Weg geräumt hast. Dexter war vielen meiner Klienten ein großer Dorn im Auge. Deine Klienten? Wer bist du? Mein Name ist Negan. Ich bin Kopfgeldjäger. Die Leute kommen zu mir, wenn sie Probleme haben, um die ich mich kümmern kann. Und dieser Job wird sehr gut bezahlt. Allerdings suche ich schon eine Weile nach jemandem, der mir etwas Arbeit abnehmen kann. Die Aufträge nehmen langsam überhand. Und ich nehme an, da komme ich ins Spiel. Du bist ein helles Köpfchen. Genau daran hatte ich gedacht, ja? Natürlich teilen wir den Gewinn fair untereinander auf. Kopfgeldjagd. Ist das nicht illegal? Das kommt ganz auf die Ziele an. Ich habe auch keine Lust, mich ständig mit den Stadtwachen herumzuschlagen. Deshalb beschränke ich mich auf legale Aufträge. Meistens geht es da um Banditengruppierungen oder große Monsteransammlungen. Also nichts gegen das nicht auch die Stadtwachen etwas hätten. Ja, klingt gut. Sind wir dabei. Sehr schön. Das Ganze wird dann wie folgt ablaufen. Du kannst jederzeit zu mir kommen und dir einen Auftrag bei mir abholen. Wenn du diesen erfüllt hast, bekommst du von mir deinen Teil der Belohnung. So einfach ist das. Aber ich sollte dich warnen. Die meisten dieser Aufgaben sind sehr gefährlich. Du solltest sie wirklich nur dann in Angriff nehmen, wenn du dich dazu in der Lage fühlst. Außerdem kannst du dich bei mir ab jetzt für deine Mission ausrüsten. Das war eigentlich schon alles. Interessant. Irgendwas ist bei mir gerade aufgeploppt. Interessant auf jeden Fall. Das ist auch über diese Mod jetzt mit hinzugefügt, also diese Respawn-Mod. Was hast du denn so? Zeig mir deine Ware. Pfeile und Bolzen, wahrscheinlich unendlich viele. Dass der ist immer wieder refreshed und Tränke. Finde ich ziemlich cool. Wo wir gerade hier sind, Speedtränke. Nimm mal ruhig mal mit. Hab ich Bock drauf. Ein paar von den richtig geilen Lebens- und Mana-Tränken. Da wird jetzt Gönjamin gemacht. Erstmal fast 10.000 Gold ausgegeben. Aber ja. Gut. Dann gib mir mal so einen Auftrag.
Hier, bitte. Komm wieder, wenn das erledigt ist. Kopfgeld erhalten. Wahrscheinlich ein Zettel, oder? Nachricht. Kopfgeld. Dieses Schreiben habe ich von Nigen erhalten. Auftrag. Wegelagerer an der Brücke. Hinter der Brücke nahe dem Hof vom Bauern Akil lagert eine große Gruppe von Banditen. Sie überfallen jeden, der die Brücke über- oder unterqueren will. Bitte kümmert euch darum. Wenn diese Handelsroute wieder frei ist, kann ich euch großzügig entlohnen. Und ich glaube jetzt nämlich, dass die neu reingespawnt sind. Quasi, dass jetzt da so eine neue Gruppe ist. Die Frage ist, ist es die gleiche Gruppe, die sonst da ist? Oder ist es eine komplett neue Banditengruppe vielleicht, die sogar schwerer ist? Weil das wäre richtig, richtig geil. Das wäre eine coole Idee. Also direkt was bei ihm abgeben kann ich nicht. Zu sagen, jo, wir sind jetzt fertig, das geht nicht. Ich würde sagen, das checken wir auf jeden Fall mal aus. Vorher gehen wir nochmal schlafen. Und dieser komische Leuchtekringel da, der ist immer noch da. Also es ist nicht irgendwie so ein einmaliger Grafikbug oder so, oder das ist irgendwie, keine Ahnung, was das ist. Vielleicht hat das auch noch irgendeine Bedeutung. Also, dass der Respawn an oder aus ist, damit hat es keine Bedeutung, weil den haben wir momentan abgeschaltet. Ja. Suchen wir uns mal ein Bett. Das erstbeste ist, glaube ich, hier in Puffhausen. Hey, Borka. Die ist schon super. Ich wollte nur gucken, ob ich dich beklauen kann. Bromo. Deinen Schlüssel nimm mir gerne mit. Können wir mit der quatschen? Ja, nein, ich will eigentlich nur klauen. Klauen will ich. Kann ich mit dir quatschen, Peggy? Gewagt, seinen Schlüssel. Deinen Schlüssel haben wir auch noch nicht. Snack. Hallo. Ich sehe. So. Schlafen wir einmal durch. So, wenn wir gerade hier sind, mal gucken, ob Halvor böse ist. Halvor? Der ist noch in Ordnung. Geldbeutel nimm aber mit. Stimmt, die ganzen Teller und Zeugs können wir bei ihm mal lassen. Ach, das ist zu viel auf einmal? Okay, hast du noch Fische? Ja, wir haben auch, glaube ich, die ganze Stadt ausgeräumt, ne? Das ist zu viel für ihn, okay. Ich überlege, ob wir da hinten zum Strand nochmal gehen, aber waren wir da schon mal? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Egal, wir gehen jetzt erstmal an die Brücke gucken. Attila, das ist auch noch eine Idee. Was ist er denn? Da steht er. Der müsste jetzt auch aggressiv sein. Wir haben seine Leute umgenatzt. Hey, Attila, sag mal. Wer weiß, aber der hat anscheinend nichts dagegen. Das seine. Er hat ja auch noch nicht mitgekriegt, ne? Der war ja auch noch nicht da unten. Aber irgendwie habe ich das Bedürfnis, auch ihn jetzt einen vorm Latz zu hauen. Mein Freund. Oder eben nicht mein Freund. Wo ist denn er da hin? Die hat Panik bekommen. Hätte ich aber auch. Auf einmal vor der Haustür einer abgestochen wird. Würde ich auch ein bisschen Panik kriegen. So, wir machen uns auf den Weg. Kommt man da am schnellsten hin? Mit einem Speedtrank, würde ich sagen. Mit so einem Ding. So.
Ja, ja, Adern aufs Hin und Her und so. Irgendwer muss diese Arbeit ja machen, das stimmt. So, wir gucken uns mal an, die Bandidos. Das würde mich jetzt interessieren. Da sind wir angekommen. Speichern hier mal rein. Sind das die gleichen? Also 6 Stück. Ich weiß nicht, ob das gleich viele sind. Aber wir machen auf jeden Fall jetzt Party. Action! Aber ich glaube, das sind genau die gleichen, die sonst auch hier sind. Wie den hier können wir nicht looten? Na gut. Degen, Degen der Banditen. Ich glaube, das sind die, die sonst auch hier sind. Degen der Banditen haben die bei, ja. Ich glaube, das sind einfach die ganz normalen, dass die jetzt respawned sind. Mal gucken, ob es noch andere Aufträge gibt. Ob die sich vielleicht doch ein bisschen verändern. Werden wir mal schauen, aber nicht jetzt. Wenn wir irgendwann mal, wenn wir wieder in Korinnes sind, mal gucken, dass wir da noch so einen Auftrag mal wieder annehmen. Ich überlege gerade, wir müssten, glaube ich, jetzt alles haben für dieses Glamdring-Schwert, oder? Also wir haben Stärke, Geschick, Elixier. Also von den Elixieren-Kram haben wir alles. Das Erz und so hatten wir auch. Wir brauchten nur noch Rohstahl, glaube ich, ne? Innerstatue haben wir jetzt ja auch gelootet da von den Diebesgilde da hinten. Das heißt, wir bräuchten nur ein bisschen Rohstahl. Das können wir uns bei Bennett nochmal jetzt hier snacken. Da liegt noch Gold. Warum liegt da noch Gold? Das snacken wir uns bei Bennett. Dann schauen wir uns das gleich mal im Kloster an. Was der Typ da zusammenbaut. Aber den Lurker hier? Ne, den haben wir noch gar nicht gemacht. Der ist noch hier. Den machen wir noch platt. Smack, smack. Hat der Erol nicht noch irgendwas, was ich unbedingt mal kaufen wollte? Ich glaube, so ein Lebenstrank oder so, ne? Kurz gucken, ob der das noch hat. Oder ob wir das schon gekauft haben. Aber jetzt, wo wir Knete haben... Na du? Ach stimmt, ihn können wir auch nochmal beklauen hier. Zeig mal. Oh, bei ihm haben wir aber ordentlich abgeladen, sehe ich. Oh ja. Nee, dann ist alles gut. Behalt deinen Scheiß. Pau. Noch ein bisschen Speed-Trank. Ach stimmt, wo wir gerade hier sind. Hallo, Basta. Wurde ich schon beklaut? Wegen den Hörnern. Stimmt, die Hörner könnte man eigentlich ihm auch mal geben. Super geil.
Oh, finde ich nicht schlecht. Wir haben gut EP. Und noch ein Level abgesnackt. Das ist doch optimal. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, was wir lernen wollten. Also ein Eisblock wahrscheinlich noch, weil ich den im Inventar vermisse. Ansonsten, sind die schon wieder neu reingespawnt hier? Ich dachte, ich habe die alle hier platt gemacht. Rauf da! Die müssen wir auch nochmal alle beklauen. Ich glaube, das machen wir auch nochmal. Hallo! Das, was alle wollen. Sex, Drugs und Rock'n'Roll, Alter. Was denn sonst? Hallo, Sentenza. Haben wir sie auch noch nicht beklaut? Sehr gut. So, wir haben es bis hierhin geschafft. Ich sehe aber, wir sind schon, glaube ich, ein bisschen von der Zeit drüber. Wir speichern hier auf jeden Fall einmal rein. Was jetzt noch kommt, kennt ihr? Endcard? Ich weiß. Glamdring, das Schwert. Das gehen wir in der nächsten Folge an. Da finden wir raus, was das mit dem Schwert da auf sich hat. Sammeln da noch hier das Dings hier, das Rohstahl ein und dann supergeil. In dem Sinne, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns.